Hi. Zum zweiten Mal, das Handy ging gerade aus. Also, ich sehe ein bisschen aus wie ein Wrack, wurde mir gesagt. Von jemandem, der rüberkommt wie Flodder. Ne? So ist es, wenn man jemanden so assi angrinst mit dem Pity an der Leine. Typische Assi-Provokation halt eben nun mal. So ist es. Gut, okay. Whatever. Also, ich wollte mich entschuldigen dafür, dass ich zu der Einladung, die ich nie erhalten habe, nicht kam. Nach Berlin. Da will ich nämlich eigentlich schon seit einer ganzen Weile mal hin. Warum ich aussehe wie ein Wrack? Wegen ein paar Jahren Psychoterror und weil ich vor kurzem erst hart getriggert wurde und diese ganze Traumascheiße dann wieder hochkommt, was man einen Rückfall nennt, was auch harte Körperverletzung ist. So ist es. So, ich wurde nie gefragt, ob ich kommen möchte. Ich war noch nie in Berlin und ich würde wirklich richtig gerne mal hin, auch nach Hamburg. An beiden Städten bin ich drumherum gefahren, arbeitstechnisch. Hatte aber nicht die Gelegenheit zu kommen. Könnte daran liegen, dass ich halt so mega gelbe Zähne habe. Und so fett bin, dass ich in keine ja, ich passe halt echt nicht, leider, leider. Weder in den Kofferraum und schon gar nicht in eine Bahn. Ich passe halt echt leider nicht rein, nicht wahr? So ist es. Übrigens wollte ich nochmal um Tantiemen bitten. Mundraub macht nämlich so ein bisschen wahnsinnig.